Oh, war 357er. Zweiundzwanziger lassen wir mal hier. Da haben wir wirklich genug in der Base. Nummer 45er. Ist das ein Wetter, ey? Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass hier irgendeiner schon war. Aber das wird sich jetzt spätestens zeigen, wenn da unten nämlich kein Bomber ist. Weil der spawnt normalerweise immer hier. Wir waren ja hier schon mal in der letzten Staffel. Ah ne, stimmt nicht, in der letzten Staffel ist nicht richtig. In der How-To-Staffel sind wir ja schon mal hier gewesen. Wäre doch jetzt sehr verwunderlich. Der jetzt nicht hier wäre, aber so wie es ausschaut. Ah, da ist nochmal Muni für mein M16 Magazin. Oder? Jawohl. Nochmal 3,57er. Die Loot-Tour heute hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da unten ist kein Zombie. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass hier schon einer war und ich jetzt einfach Glück habe, dass er so viel Munition übrig gelassen hat. Ich hier noch ordentlich looten kann. Ich kann das gerade nämlich nicht so wirklich glauben. Weil ich jetzt tatsächlich jetzt mal eine Glückssträhne habe nach dem ganzen Pech heute. Nur schade, dass es nicht aufgezeichnet wird. Das ist jetzt schade. Das wäre eigentlich eine schöne Runde für das How to Beat gewesen. Wenn jetzt mal sieht, dass man wirklich hier looten kann und auch Loot kriegt, vernünftigen. Okay. Ist er zu weit weg? Kann nicht sicher sagen, was es ist.
sehr gut. Hatte ich nicht? Doch, hatte ich. Das ist ein normaler Zombie. Oh, noch ein Waffenset. Sehr schön. Batterien nehmen wir auch mal mit. Waren wir einfach lieber mal einen Probeschuss zu machen. War mir einfach nicht sicher. So der Art, wie er sich bewegte, ich war mir nicht sicher. Oh, Geld. 19er. P5 Rail. Auch gut. Was für ein Scheißwetter. Das Schlimme ist, dass ich den Bomber jetzt gar nicht hören würde, wenn er jetzt spawnen würde. Weil es einfach viel zu laut ist.
das denn? Ach, wieder ein Kilt. Aber ein schwarzer, wer will das schon? Ah, 357er Muni. Schön. Autoreparaturset. Sehr schön, sehr schön. Wie viel haben wir denn noch auf unserem Reparaturset? Ich sehe gerade, wir haben ja noch einen Schraubenzieher, ich doof. Erst die letzten zwei Schlösser können wir wohl noch knacken. Aber mein Invi ist voll. Okay. So, hier oben bin ich fertig. Machen wir mal alles weg. Ich habe schon wieder ein neues Zombie-Spawn hören. Oh, Zucker ist bei null. In Fluchtposition.
Aber denn heute ein schlechtes Timing oder was? Jetzt nur noch hier die Hütten. Oh, neues Brecheisen. Die letzten Hütten. Naja, da ist der Tag ja doch positiv dann noch zu Ende gegangen. Ich habe meine Waffen wieder. Ich habe fast meinen kompletten Loot wieder. Ich habe noch nicht ganz mein Outfit wieder, aber das den Cube habe ich ja nicht gekriegt. Aber das sind Sachen, das sind marginale Sachen. Das finden wir schon noch. Wenn wir das nicht finden, werden wir es kaufen. So einfach ist das. Wie will es heute nicht aufhören zu regnen, ne? Jetzt haben wir ja noch zwei Schränke, die wir öffnen müssen. Wo kommst du denn her? Den hatten wir, genau. Dann müssen wir die zwei noch. So, ich habe die Wit. Verwöhnlich sein, um die Zeit damit zu brücken. Naja, aber mal eine Idee, ne? Willst du vorlesen, wenn es langweilig ist?
Naja, ist aber jetzt auch schon fast auf. Zweiundzwanziger Kaliber. Naja. Gut, dann wollen wir mal ab nach Hause. Tja, einigermaßen alles glimpflich noch ausgegangen heute. Aber wir hatten ein schönes Abenteuer im Prinzip, haben uns geärgert über den. Ich denke mal wirklich, dass es ein Bug war, dass wir auf einmal alles schwarz war, wir nicht auftauchen konnten. Aber natürlich fahren wir nicht nach Hause ohne ein kurzes Resümee über das, was wir heute gesehen haben, nämlich A0 und B0. Bis auf die beiden Bunker haben wir ja eigentlich alles gesehen, wobei wir den einen Bunker ja auch gesehen haben, dadurch, dass er direkt am Meer lag. Also ich muss sagen, A0 und B0 der Flussführung macht schon einen ganz anderen Eindruck als C0 und D0. Was aber definitiv ein Wermutstropfen ist, ist, dass das mit der Versorgung, mit dem Sprit, also definitiv von hinten nicht hinkommt. Neo never, Leute. Neo never. Wo ich denn lang eigentlich? Tja, da ist noch ein Airdrop, aber das bringt mir nichts. Weil ich habe keine Schraubenzieher. Wo ist eigentlich schneller, wenn ich jetzt hier oder? Naja, eigentlich hinten. Ja, an der Tankstelle vorbei. Also es war etwas mehr. Also sowohl die Fabrik war gut gemacht. Zwar wirklich nur gut, nicht sehr gut. Also doch sich sehr schnell dieses Schema, das Gebäudeschema sich doch sehr stark wiederholte, kann man jetzt nicht sagen, es war wirklich ein sehr gutes Schema. Das wäre definitiv hier fehl am Platz. Ich sehe, dass mein Mikro immer noch zu leise ist. Also das wäre definitiv. Hä? Sind das jetzt? Jetzt ist das Mikro wieder da. Gut. Er hätte eh nichts aufgenommen, weil ich habe gerade gesehen, das Mikro war die ganze Zeit mal wieder aus. Das ist der neueste Bug, den ich habe, dass sie das Mikro sich ausschaltet von alleine. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also die Landschaft war auch lebendiger gestaltet. Das Ganze erinnerte schon mehr an die alte Karte. War nicht ganz so lieblos zusammengepusht. Aber muss schon sagen, für dass das eine relativ große Fläche ist, finde ich sie super. Finde ich sie schon ein bisschen poilos, ne? Also ich hätte mir da mehr Point of Interest gewünscht. In der neuen Kartenbereichen. Ach ja. Dann innerhalb von einem Tag direkt den ersten Follower gehabt. Jetzt sind es schon 15.
Da möchte ich euch auf jeden Fall nochmal ganz kräftig für danken. Macht weiter so, ne? Empfehlt mich weiter, schaut weiter fleißig, würde mich total freuen. Denn, wie gesagt, dafür machen wir das ja. Ne? Wir machen das ja nur aus dem einen Sinn, dass Leute zuschauen.